Herr Patsche, wie haben Sie sich als neuer Vorsitzender des VDDI auf die EDS 2019 vorbereitet? Gar nicht anders als in der Vergangenheit. Also ich bin seit 1989 an der EDS präsent mit dem Unternehmen und eigentlich weiß ich alles in- und auswendig, was da so von Unternehmerseite passiert. Aber natürlich von der Industrieseite habe ich im Verband seit vielen Jahren auch mitgewirkt. Deswegen war das keine große Umstellung. Allerdings ist es natürlich wichtig zu schauen, dass wir dann oder ich als Verbandsvorsitzender dann auch meinen Beitrag dazu leiste, dass die EDS die weltweite Anerkennung bekommt, auch in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr Präsenz erfährt, gerade bei den Besuchern, bei den Zahnärzten, Zahntechnikern und Zahnmedizinern. Und dafür müssen wir natürlich auch auf die Ressourcen unseres eigenen Verbandes zugreifen, um die entsprechenden Marketingaktivitäten und so weiter zu entfalten, zu unterstützen. Und das war für mich dann letztendlich auch viele Interviewanfragen, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und so weiter. Also da habe ich mich dann natürlich auch sehr viel mehr engagieren müssen. Was erwarten bzw. was erhoffen Sie sich von der EDS 2019? Impulse für die gesamte Zahnmedizin. Es ist eine Industriemesse und da gibt es Innovationen. Es gibt große Innovationen, es gibt aber auch kleine schrittweise Innovationen und diese kommen, wir sehen diese immer wieder auf jeder EDS. Allerdings haben wir jetzt die zwei großen Themen Digitalisierung und 3D-Druck, die werden natürlich auch sehr viel mehr Bedeutung gewinnen. Es werden auch sehr viel mehr Bereiche davon erfasst werden als in der Vergangenheit. Also es ist nicht nur noch jetzt, sagen wir mal, Zahnersatz, sondern die Endodontie wird davon betroffen sein, Kieferorthopädie, Implantologie schon lange. Also es wird immer mehr, immer breiter und wir werden natürlich feinere Technologien haben, bessere Methoden, bessere Maschinen, kostengünstigere Maschinen. Da werden wir sehr viel mehr sehen und natürlich aber auf der EDS ist es wichtig, dass die Menschen zusammenkommen und das ist das, was ich am wichtigsten finde, die persönliche Interaktion der Teilnehmer. Sie sagten vorhin in der Pressekonferenz, der 3D-Druck wird auch noch weitere Auswirkungen für die Zahntechniker haben. Wie sehen die aus? Ich denke, dass der 3D-Druck dazu beiträgt, dass die Herstellung von Zahnersatz für die Zahntechniker sehr viel einfacher, sehr viel kostengünstiger wird und damit sind sie wieder plötzlich konkurrenzfähig, auch gegenüber China oder Auslandszahnersatz und wir haben die Möglichkeit in Deutschland dann deutschen Zahnersatz, natürlich mit den ganzen dazugehörigen Materialien, Keramiken und so weiter herzustellen, aber natürlich in einer Qualität, die halt deutsche Verhältnisse auch entspricht. Denken Sie oder erwarten Sie, dass wir auch wieder Rekorde haben wie 2017, also Besucherrekorde, Ausstellerrekorde? Ich gehe davon aus, dass wir wieder mehr Aussteller haben werden, obwohl momentan es aussieht, wie wenn dann manche Großkonzerne zum Beispiel ihre 10 oder 15 Firmen nicht als 10 oder 15 Firmen anmelden, sondern als eine Firma. Aber es werden mehr dazu kommen, sodass wir zumindest von der Anzahl Unternehmen mehr sein werden. Und Besucher hoffe ich, dass es auch mehr gibt, denn das trägt dazu bei, dass die Messe lebendig bleibt. Durch die Halle 5, die Sie dazu nehmen, war das jetzt einfach nur eine logistische, organisatorische Frage oder lag es auch tatsächlich daran, dass Sie mehr Ausstelleranfragen hatten? Es sind nicht mehr Ausstelleranfragen, aber es ist auch der Wunsch einiger Aussteller, größere Stände zu haben oder mehr Kapazität zu haben. Es ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir da mehr Raum haben wollen zwischen den Ständen, dass die Leute auch laufen können, damit die Gänge nicht zu voll sind und damit haben wir das ganze Ding entzerrt, mehr Platz dazu genommen, das Ganze angenehmer auch für die Besucher gestaltet. Ja, was würden Sie dem IDS-Besucher mit auf den Weg geben? Was soll er berücksichtigen, was soll er tun? Nutzen Sie die App, um herauszufinden, was da ist. Schauen Sie, was Sie sehen wollen, vorher an auf der App und machen Sie einen Plan, weil die Messe ist einfach zu groß. Also ich habe es noch nie geschafft, die ganze Messe in der Woche, wo ich da war, abzulaufen.